träumte sich ja schon hier rein von außen her und ist dann hier reingekommen und hat dann erstmal gesehen, was hier drinnen alles nicht mehr war. Dieses Haus kaufen und Schlüssel das erste Mal ins Schloss stecken, diesen Moment, der wurde uns gestohlen. Ja, doch, doch, wir machen das. Wir wollen das. Wo legst du denn da erstmal los? Ja, wir wollen es zumindest versuchen. Toi, toi, toi. Mein erstes Gefühl, wie ich es gesehen habe, war zugewachsen und verschlafen. Es war traurig, es war verwachsen, es sind Spinnweben überall, innen und außen. Es sah sehr traurig aus, aber sehr groß und sehr präsent. Das Haus ist neuklassizistisch erbaut. Das Fundament von 1750, der jetzige momentane Aufsatz auf das Fundament ist von 1860. Es handelt sich also um einen Putzbau, an dem zum Glück auch noch Stuckarbeiten im äußeren Bereich erhalten sind. Zusätzlich gibt es dazu dann eben halt noch einen großen Garten, der da parkähnlich halt doch angelegt ist. Angebaute Veranda verglast, nach hinten zum Garten raus. Also ein sehr klassizistisches Gebäude. Es ist sehr lang, es ist 50 Meter lang, damit man mal eine kleine Vorstellung hat. Das Dach oben haben wir eine Höhe von 13 Metern. Von dieser Holzvertäfelung wissen wir noch gar nicht so viel, nur dass es dann doch aus dem 18. Jahrhundert ist. Der erste Architekt, mit dem wir hier das Haus besucht haben und uns angeschaut haben, der kam rein und meinte, dass das Haus wäre aus dem 19. Jahrhundert. Als er in diese beiden Räume hier, in denen wir jetzt sitzen, reinkam, kam auf einmal das 18. Jahrhundert. Der letzte Raum hinten ist eher dunkel vertäfelt, mit marmorierter Bemalung, also des Holzes. Wir vermuten, es gab dort noch eine Zwischenwand sowie eine Tapetentür. Die Zwischenwand ist so nicht mehr existent, aber es gibt ja die Anschauungsbeispiele, um das nachzubauen. Wäre schön, wenn wir das schaffen würden. Und die Tapetentür wird sich mit Sicherheit hier im Hause noch anfinden, weil die Maße ungewöhnlich sind und man mit dem Maßband ja letzten Endes nur durchlaufen muss. Viele der Türen in diesen holzvertäfelten Räumen sind leider nicht mehr existent. Tja, man hätte sich gewünscht, durch die Vordertür zu gehen. Das war aber gar nicht möglich, da die sich verkantet hatte und von innen nochmal mit einem Riegel gesichert wurde. Also das haben wir das Haus hinten durch die Veranda erstmal betreten, die natürlich vollgestellt mit Müll und Möbeln war. Man hier und da eben halt tote Vögel gesehen hat. Und als man dann hier reinkam, erschlug einem praktisch die Größe. Wir sind oftmals hier nach der Besichtigung raus, völlig geknickt von der Größe, erschlagen und von den ganzen Schäden, die in dem Haus waren und sind, auch ja etwas die Stimmung gedämpft. Wobei wir dann immer wieder die Chancen gesehen haben und Mensch, wir packen das. Ja, es waren so die Momente, wo man dann dachte von wegen, da können wir das draus machen, dort kommt das hin. Da entsteht später mal ein Kaffeebereich. Dort wird später mal dann bei Schlechtwetter die Leute sitzen können. Hier und da können wir vielleicht eine Wohnung einrichten für uns selber dann später mal. Es ist ja nicht gerade mal so, dass man 120 Quadratmeter hat, sondern dann doch 1700 Quadratmeter Wohnfläche. Wo legst du denn da erstmal los? Ja, wir sind lange umeinander rum und lange um das Haus herum. Wir hatten viele Fachleute für die einzelnen Gewerke dabei. Wir waren sehr kritisch und besonders durch die Größe muss das auch alles stimmen und passen. Und wir wussten auch, dass das nicht gemacht ist in 3 Jahren und dann können wir hier ja schon alles laufen lassen, so wie wir uns das vorstellen. Also wenn man nur normale Wohnung, Mietswohnung oder mal in einem Reihenhaus, ist ein Loch in der Decke schlimm. Und hier heißt es plötzlich, ach, das ist schnell gemacht. Das kann man sich dann gar nicht erst mal vorstellen. Und so wägten wir dann immer wieder ab, ach, macht man das nicht. Naja, und letzten Endes sitzen wir jetzt hier. Wobei wir auch schon festgestellt haben, dass wir uns etwas übernehmen und manchmal zu viel wollen. Und die Geduld, das war von vornherein klar, dass wir mit diesem Hauskauf uns auch
in Geduld üben müssen. Und da sind wir noch dabei zu lernen. Ja, wir sind beide keine 30 mehr. Es gab als erstes die Herausforderung, das Dach zu schließen. Dann gibt es viele Schäden im Holz, durch die ganzen Wasserschäden zu beseitigen. Das sind so die zwei großen Baustellen, die es hier gibt. Dann des Weiteren natürlich das Abwasser, dementsprechend dann auch das Frischwasser als Zuwasser, das als nächstes in Angriff genommen wird. Und dann Informationen einholen über unsere Fenster, weil da ist ja nicht eins wirklich richtig noch dicht. Also die sind zwar überwiegend noch funktionsfähig, aber dennoch natürlich desolat 45 Jahre lang nichts dran gemacht. Teilweise fehlt eine Scheibe, teilweise ist gar kein Fenster mehr da, dafür aber schöne USB-Platten. Und da sind wir dann auch schon wieder in Gesprächen. Wo fangen wir an? Was ist das Dringlichste in dem Moment? Wenn ich sage, wir müssen die Fenster machen, dann reden wir von 85 Fenstern. Wenn ich sage, wir müssen die Fassade machen, dann haben wir eine Quadratmeterzahl, die ich jetzt gar nicht aus dem Kopf weiß. Irgendwie haben wir heute wieder nichts geschafft, obwohl ganz viel gemacht wurde. Aber vom Gefühl her, man hätte noch, also diese 24 Stunden am Tag, das reicht irgendwie, ja, gefühlt nicht.